So, guten Morgen, willkommen zurück zu Empire Earth. Zeitalteroberung. Mein Sound ist gerade viel zu laut. Wir fangen die Mission nochmal neu an. Und ja, ich habe eine Strategie, glaube ich. Zumindest glaube ich das. Und kein Livestream wegen Weilbaum. Ich werde ein Ankündigungsvideo hochladen, das Erklärungsvideo hochladen, so wie es hier mal da. Guckt das, wenn ihr wissen wollt, warum nicht. Ihr seid eins. So, was wollen wir tun? Wir wollen als erstes mal die theoretisch schwierigere Seite machen und ich soll damit aufhören. Erstmal Pompeius und der Maus hier anschließen. Und ich habe keine Ahnung, ob das so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Es könnte schwierig werden. So, wir klicken als erstes Kleopatra an und ich kann die zum Sieg. Was zur... Mit ganzem Herzen. Wir werden angegriffen. Der lebt noch. Okay. Und die kümmern sich lieber erst um den als um meine Leute. Finde ich gut. Finde ich gut. Auf zum Sieg. Da will ich mich mal nicht beschweren, ne? So, hoffen wir, dass wir so viel wie möglich hier rausbekommen. Wir werden angegriffen. So viel wie möglich müssen wir rausbekommen. Damit wir hier noch eine Chance haben und wir übernehmen dieses Tor dann automatisch, das ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber... So, wir schicken die erstmal nach da unten. Nein, ihr sollt doch erst das Tor rausgehen, ihr Vollidioten! Ah, wieso lauft denn jetzt woanders hin? Da kommt doch kein Stück schneller zu dem Tor da unten. So, das Vorteil von dem Tor ist, wir können es schließen. Wieso zur Hölle lauft ihr denn jetzt da rum? Egal, es langt hoffentlich. Wir speichern gleich nochmal. Und alles wird gut. Ich habe gerade 600 Frames gehabt, warum auch immer. Ja, die machen jetzt ihr eigenes Tor kaputt, weil das jetzt mir gehört. Oder sie versuchen es zumindest irgendwie. Und wir marschieren mal. Wo marschieren wir denn hin? Da, wo war der Flussübergang? Da war der Flussübergang. Da fliegt. Da marschieren wir hin. Und wir wollen mal damit versuchen. Ich habe fast das Gefühl gehabt, damit stellen sie sich besser auf. Und wir sind Gegner. Wirklich. Ich will nicht. Wo kommen die jetzt her? Ach, scheiße. Scheiße. Das sollten keine. Warum sind da jetzt Gegner? Fuck. Die greifen natürlich mich an. Das ist schon mal ganz schlecht. Das ist schon mal schlecht. Ich brauche nämlich eine nennenswerte Armee und hier ist offen. Geht mal da rein, Jungs. Geht mal da rein. Und stellt euch mal dahin. Nein, er soll da reingehen. Alle, bitte. Ach, geht doch da rein! Mensch. Das ist nicht meine, okay. So, die kämpfen jetzt hier. Das speichern wir nochmal. Und laufen ganz einfach vorbei. Wieso bekomme ich nicht den seine Truppen einfach? Wieso hat der Feind so überlegene Truppen? Wo ist mein Tee? Da ist mein Tee. So, wir wollen das Ganze ein bisschen schnell machen. Wir werden angegriffen. Wir wollen allerdings auch nicht hier abgeschlachtet werden. Das ist auch wieder scheiße. Ich brauche die Truppen doch noch. Gut, dann marschieren wir mal so rum. Ja, tötet doch mal auch mal was. Maus, mach mal irgendwas. Ich darf nicht dieses scrollen, dann wird das Video wieder so groß, aber das wird es eh werden, von daher scheiß drauf. Ich bin jetzt schon wieder bei 11 Gigabyte. Sehr gut. Steckt die Standarte in den Arsch und erstellt das immer wieder irgendwie zurück. Okay. So, der läuft uns ein bisschen hinterher, aber den wollen wir ignorieren. Wir wollen das Lager da unten ganz schnell stürmen.
Denn das ist wohl ausschließlich dafür, für dieses Teil hier zuständig. Verstärkt also nur das Lager da oben und sich selbst. Was wir natürlich schon mal verhindern wollen. Wie wir letztes Mal gesehen haben. Das war nicht lustig. Folgt ihr mir? Helft ihr mir? Nein, gut. Ja, der wird richtig Eindruck auf sie machen. Stellung halten. Wir werden angegriffen. Was? Achso, mein Tor. Sie das nicht zerstören? Müssten die das nicht zerstören? Gut, wir speichern noch einmal und hoffen, dass das so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, habe ich bald ein Problem. Nee, dann habe ich ein Problem. Muss ich nochmal neu anfangen. So, hier irgendwo muss der Eingang zu dem Lager sein. Da wollen wir rein. Ah, perfekt. Wollen da vielleicht ein bisschen oben lang gehen, damit wir nicht gleich vom Turm beschossen werden. Hier funktioniert es auch wieder nicht, weiß der Geier warum. Wollen hier speichern und dann weiter aufs Tor zurücken. Wir werden angegriffen, stets zu diesem. Und du. Nein, du. Du gehst da mal raus. Kommen da jetzt keine Gegner, die irgendwie. Ach, wo lauft ihr denn jetzt alle hin? Jetzt. Rein da! Wir wollen erstmal das hier zerstören. Müssen eventuell mehrere Versuche machen. Cäsar, wo bist denn du? Du musst. Ah, du bist da, okay. Nein, nicht du. Du musst. Du bleibst draußen. Stellt sie mal dahin. Der Rest von euch ist eins. Und tötet mal das hier. Nein, das sind so wenig. Hä? Ach nö, jetzt kommt hier schon verstärkt. Ja, tschüss. Leck mich. Okay, wir laden gleich nochmal. Fertig, Milord. Wir werden angegriffen. Ach, halt die Fresse. Prokonsul, auf zum Sieg. So, wir stellen uns jetzt mal alle da oben hin. Da oben hinstellen, bitte. Da oben hin. Kommen die nämlich und machen uns das Tor auf und wir marschieren dann mal ganz schnell rein. Hallo, Schlachtruf! Hallo! Krieg ich jetzt bald mal einen Schlachtruf, verdammt! Nein, ich bekomme keinen Schlachtruf. Na endlich, was hat denn da so lange gedauert? Da sind so viele, komm schon! Hallo, greift das an, was ich euch befehle! Ach, komm schon! Wofür befehle ich euch dann das anzugreifen, wenn ihr es dann eh nicht macht? Idiotendämliche. So, eins. Nein, bleib gefälligst da, dich brauch ich doch. Da zerstört das bei diese Scheiß. Komm schon, greift sie an! Jetzt eier doch nicht so dumm rum! Ich glaube, das funktioniert so auch wieder nicht. Hallo, die sind. Ihr macht mich wahnsinnig! Nein, das funktioniert so nicht. Das ist doch scheiße. Okay, der Chip war völlig nutzlos, das funktioniert so nämlich gar nicht. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie ich das machen soll. Hä? Wieso? Vorwärts, die Gänse. Wir werden angegriffen. Halt doch mal die Fresse, so. Du läufst mal hier hin. Die stellen sich so tatsächlich enger zusammen. Ach, leck mich doch, Spiel. Mit ganzem Herzen. Naja, so halbwegs. So, jetzt wollen wir die. Vielleicht wollen wir die auch erst rauslocken, aber ich muss ja dann auch da rein. Dass ich habe keine Zeit, das Tor zu zerstören. Das Volk hat gesprochen. Hallo! Für die Glorie von Rom. Ja, Erhabener. Veni, vidi, vici. Ja, wir werden. Eck da! Für die Glorie von Rom. Robert Gabellinus. Veni, vidi, vici. Ich würde die mal alle irgendwie.
Mach das mal, komm schon. Ja, das sieht schon eher nach etwas aus, was ich haben möchte. Besser, aber noch nicht super. Ach komm, Cäsar ist schon wieder tot. Wirklich, wirklich. Dazu fällt auch nichts aus. Wie kann der gesiegt haben? Ich bin auf seiner Seite. Hä? Nee. So, du gehst mal wieder da hoch. Wir versuchen es einfach nochmal. Ist die Mission überhaupt schaffbar auf schwer? Wir das nochmal benutzen? Nein. Wo ist ein Cäsar? Ich sehe ihn mal wieder nicht. Reite da mal den weg. Wenn wir eh alle auf dich schießen, kannst du die auch mal angreifen. Hallo, hört ihr auf, irgendwelche scheiß Mauern anzugreifen, die ich... Hallo, ihr sollt doch durch die scheiß Mauern angreifen! Ach Mann! So schwer kann das doch nicht sein, dass ihr das tut, was ihr tun sollt! Hey, du bist jetzt 3, du bist 2... Ihr greift gefälligst nicht die Mauern an! Du stell dich nicht dahin, dass der Turm dich trifft. Cäsar, reite mal da rein. Und wagt es nicht, gleich wieder die Mauern anzugreifen. Ich töte euch. Das sieht schon wieder scheiße aus. Das wird doch nichts. Okay, das funktioniert so auch nicht. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Ernsthaft, was soll ich jetzt machen? Okay, das funktioniert auch nicht, vergiss es. Ich meine, ich könnte es noch 10 Mal versuchen, aber... offensichtlich funktioniert das so nicht. Versuchen wir es mal andersrum. Tötet mal den da. Naja, tschüss. Hallo, ich befehle euch da irgendwas. Reagiert mal und so. Die Taktik sah irgendwie vor, dass ich das überlebe und dann gerade noch genug Truppen habe, um da hinten die Zelte und so zu vernichten, aber... offensichtlich funktioniert das nicht. Oder hat die jedes Mal anderes ein? Nee, die hat jedes Mal die gleichen Einheiten. Zumindest auf dieser Schwierigkeitsstufe funktioniert das nicht mehr. So, wir wollen... hier raus. Versuchen wir was anderes. Warte mal, wo ist denn Cäsar? Wo ist denn Cäsar? Ich sehe ihn mal wieder nicht. Da ist er doch. Gut. Rück mal vor und... wie schön, dass ihr es ignoriert, dass ihr angegriffen werdet. Versuchen wir erstmal die Seite. Vielleicht wird es damit besser. Ich glaube es zwar nicht, aber hey. Auf zum Sieg. Das Problem ist einfach, der Gegner hat so viel. Hallo, bewegt euch doch mal. Schon da ich das Gefühl habe, dass das hier so ein bisschen besser läuft. Hallo, bewegt euch. Lass doch mal Cleopatra auch irgendwas tun. Funktioniert das so? Kann ich da einfach dran vorbeilaufen? Das funktioniert sogar halbwegs. Ja, halbwegs. Das Problem ist, der Gegner bekommt viel zu viel Verstärkung, ich viel zu wenig. Und die laufen natürlich mir hinterher, war ja klar. Ja, sie laufen nur mir hinterher. Sie ignorieren völlig ihr Ziel. Fickt euch. Egal, weiter. Wer stirbt hat... ja, sie ignorieren völlig den Palast und laufen mir jetzt 200 Kilometer hinterher. Ja, toll. Das funktioniert so als auch nicht. Toll.
Zur Hölle soll das mit so wenig Einheiten und viel zu wenig Verstärkung meinerseits und viel zu viel Verstärkung des Gegnerseits funktionieren. Oh ja, das sind noch mehr, genau was ich mir gewünscht habe. Ich habe mir gerade eben gedacht, ey, jetzt noch mehr Gegner, das wäre schon geil. Ich meine, du kannst ja auch nicht angreifen, weil der Gegner den Palast völlig überrennt. Hallo? Verpisst ihr euch jetzt endlich mal! Sie verpissen sich einfach nicht. Cäsar ist ja auch leicht unnütz, obwohl angeblich die Verteidigung um 50% reduziert. Ja, ganz toll. Mit so wenigen Einheiten brauche ich gar nicht erst weiter versuchen. So, laden. Ich kann hier auch nichts abreißen, oder? Nein, das ist alles natürlich beschissen neutral, weil, warum denn nicht? Töte die mal, komm schon. Ich habe Löwen. Oh. Lass doch mal ein paar rein. Warum kann ich das Tor nicht kontrollieren? Okay, was könnten wir noch versuchen? Versuchen wir es mal so. Scheint sich wirklich enger zusammenzustellen, wenn man die Linie nimmt. Oder das Bild ist mir nur ein. So, wir schleusen euch mal am Krankenhaus vorbei. Von einem Idiot natürlich wieder ganz anders rennt, als es soll. Lasst euch halt nicht töten. Auf zum Sieg. Mit ganzem Herzen. So, zeigt mal die Katapulte hier. Die machen mir ein bisschen zu. Na gut, machen die viel Schaden? Diskutabel, diskutabel. Angeblich spiele ich ja jetzt hier die leichtere Version, aber... Wirklich viel merke ich davon nichts. Hallo, was macht ihr denn alle? Was macht Cleopatra? Nicht viel, ich merk's. Tötet ihr die endlich mal alle? Komm schon, tötet ihn mal. Heilt euch mal schnell. Ich habe keine Zeit, komm. Wenn nicht, werde ich die Mission erstmal überspringen und später nochmal spielen. So, soll ich die jetzt alle heilen? Ich hasse dieses Krankenhaus. Warum ist das nicht aufgerüstet? In der vorherigen Mission hatte ich das noch aufgerüstet. Also, hatte ich noch eine Aufgerüstet da. Ich tue die mal wegen näher ran. Viel ist meiner Armee nicht mehr übrig geblieben. Ja. Man merkt die enorme Verteidigung, die Cleopatra schickt und Soldaten, die sie hat. So, muss reichen. Das muss schon reichen. Und das Tor ist auch schon weg, hey. Ja, man spielt immer für die falsche Seite in der Mission. Kann ich nicht einfach behaupten, ich wäre für die andere Seite und dann jetzt einfach Cleopatra töten und gewinnen? Ach, die kann ich jetzt noch nicht abreißen. Das ist die falsche. Das ist die große Pyramide. Kann ich auch noch nicht abreißen. Ich würde sagen, ich fange mit dem Lager hier an. Das hat nämlich... Moment, wenn ich die dazu bringe, das Tor aufzumachen, kann ich die Zelte vernichten und mich zurückziehen. Ja, das geht. Warum laufe ich nicht einfach durch? Das ist ein interessantes Argument. Moment, muss ich die Türme auch vernichten oder? Nee, Türme ziehen normalerweise nicht. Normalerweise sind aber auch Zelte nicht als Gebäude. Ja. Ist gut, dass Cleopatra alles im Griff hat. Ah, gut, dass dieser Turm selten dämlich, das Katapult selten dämlich ist, sonst hätte ich ein echtes Problem. Komm schon, bewegt euch. Bewegung.
Oh, schneller, wir haben nicht ewig Zeit. Keine Sorge, der Gegner hat Zeit. Also haben wir sie auch. Nee, ausnahmsweise haben wir mal keine Zeit. Vor allem, ich musste mir so halt zweimal spielen. Das ist halt das, was mir am meisten ankotzt. So, wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. Mit ganzem Herzen. Komm schon, bewegt euch. Muss ich nur die Zelte zerstören oder auch nur... Das ist das, was ich gerade überlege. Muss ich nur die Zelte zerstören oder auch die Türme? Ich glaube nur...